So, und willkommen bei Level 6. Übrigens habe ich mir ein neues Spiel rausgesucht, was ich vielleicht noch anzocken werde. Also mindestens anzocken. Ich werde es aber auch sehr leicht spielen, weil es ist unglaublich schwer. Und das hat nichts mit GZ-Doom zu tun, sondern ein Spiel, das sich Mini-Doom nennt. Es ist ultra geil. Es ist quasi Doom featuring Super Mario. Oder Moorhuhn oder hier beliebigen 2D-Plattformer einfügen. Quatsch, soll ich neu starten? Bin ich behindert? Laden, danke. So, aha. Witzig, bei dem Thumbnail sieht man immer, wo ich bin, aber hier ist alles schwarz. Und es wird erst bunt. Interessant. Der hat zwei Schrott. Oh, der Digga. Der schiedet. Gut. Okay, also Rüstungstechnik sieht schon mal ein bisschen scheiße aus. Was? Ich dachte, ich hab... Nein, geh auf! Was? Wieso bin ich gestorben? Digga, ich wurde gerade mal einmal getroffen. Das kannst du doch nicht annehmen. Das kannst du mir doch nicht antun. Bullshit. Der ist Bullshit. Okay. Jetzt schon speichern, Alter, kommt mir so dumm vor. Egal. So. Ich brauche erstmal eine Waffe, mit dem ich ihn... Ah, hör weg. Das war gut. Weil das ist immer hier der schwerste Gegner. Alles andere sind dann Gegner, die man relativ leicht besiegen, so wie den hier zum Beispiel. Da muss man nur wissen, wie. Aber dieser Revenant, wenn man den nicht direkt umbringt, wow, dann bringt er einen um. Und wie ihr seht, jetzt haben wir überall Texturen, die haben wir beim ersten Mal komplett gefehlt. Was ich persönlich ultra scheiß fand. Das ist überhaupt nicht, ne? Erstmal... Danke. So. Ich sehe die auch gar nicht. Was schießt denn da? Leute. Das gefällt mir. So, okay. Gut. Lacke jetzt. Ich bin verdammt gut, die Trainer. Ach ja, mal der Flashlight. Das ist beruhigend. Ach du Kacke. Fuck. Yay, ich habe 4% Leben. Okay. 24. Trotzdem nicht schön. Danke. Danke. Nein, das wäre eine Verschwendung. Und ich mache keine Verschwendungen. Achso, habe ich jetzt hier gefallen? Ja, doch. Schalter habe ich ja gedrückt, sonst wäre gar nicht die Wand aufgegangen. Gut. Ich habe jetzt ein kleines Lebensproblem. Okay, achso, wir haben wieder fast 50%. Das geht ja eigentlich. Junge, wenn du was von mir willst, dann komm her und kämpf wie ein Mann. Okay, das war schon mal eher wie eine Bitch. Na komm her, komm noch. Doch nicht du. Was ist das denn da? Noch einer? Hä? Hat wer noch nicht genug? Wow. Du kleiner...
Hurra. So, hier war eine Falle. Danke. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Was mache ich denn da? Da. Die wollte ich. Holy shit. Ah, man merkt schon, dass die Waffen bei Brutaltum alle ganz bisschen stärker eigentlich. Also, Quatsch. Die Kalista ein bisschen mehr Damage machen. Das gibt immer eine schöne Kettenreaktion. Wow. Was? Alter, was war denn das jetzt gerade? Das war ja nicht mal ein Witz. Das war ein Witz von Witz. Na, komm her. So. Was ist was? Geht doch. Holy moly, was war das denn gerade? Wow. Das war jetzt gerade schon ganz schön heftig. Wo ist denn der jetzt? Alle weg, alle weg. That was funny. Der ist noch da, okay. Das ist ein roter. Ah, oh. Raketen kann ich nicht schießen, weil er bewegt sich zu sehr. Und die Waffe ist allerdings. Alter, da oben für Tropf noch eine Textur. Jedoch. Hatte schon fast den Glauben an die Menschheit verloren. Oder zumindest an meinen Waffen. Yay! Aha, was soll er nehmen? Ich glaube, der war schon leicht lidiert. Okay. Bei Doom for Doom, bei Brutal Doom Sazafek gab es hier mal eine Falle. Die gibt es jetzt scheinbar nicht mehr. Finde ich persönlich sehr löblich scheitert. Ja, stirbt doch ein. Was? So. Labert dich hoch. Achso, ist nur die Super-Shotgun. Ist ja langweilig. Diese Flashlight kostet schon ganz schön Performance, oder? War das jetzt zu objektiv? Oh nö. Gut. Dann war das trotzdem gut. Wegen was anderem. Wegen was auch immer. Halt! Mann! Das Ding wollte ich noch mitnehmen. Dankeschön. So. Okay. 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 Durchatmen und dann. Feuer! Na komm! Was? Kommt das Ding denn jetzt her? Kleiner 0815 Abklatsch. Oh, hier war die Fähre. Oh! Schau mal an. Ja, lach nicht. Klingt ja gemeingefährlich, klingt das ja. Boah, ach du Kacke. Holy moly.
Das war jetzt schon eine Hausnummer. Also muss ich schon mal zugeben. Oh, hier war noch welche auf die Klappe, auf die Fresse, aufs Maul. Wieder gut einstudierte Berlin. Ach, der ist ja direkt weggeflogen, Alter. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. So. Hätte ich denken müssen, hätte ich wissen müssen, hätte ich Scheiße. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was zur... war das denn jetzt gerade? Ah. Ich bin ja nur noch am Päckchen sammeln wegen meiner absoluten Dummheit und meiner Unvorsichtigkeit. Ist das ein Wort? Unvorsichtigkeit. Ah, keine Ahnung. Es klingt einfach chinesisch, also kann es nur gut sein. Autsch, lass mich durch. Alter, hallo. Danke. Da muss ich hin. So. Speichern. Ich wollte erstmal ein Stückchen Kaffee trinken. Mhm. Ja. Umrühren. Gut umrühren. Mhm. Und. Wenn du denkst, dass du was hörst, dann nimm weniger Drogen, Junge. Komm lieber mit. Komm. Dankeschön. Ja, komm, komm, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Ach, diese Mitarbeiter heutzutage. Ich habe mir den nicht ausgesucht. Er wurde mir bei einem Praktikum vorgestellt. Ja, komm doch. Hau die Maul. Ja, genau, schön durchkommen. Jawohl. Das machst du gut. Du versuchst gerade durch Gas zu schießen. Und bist relativ erfolgreich dabei. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich glaube, ich muss meine Meinung über dich ändern. Du bist eingestellt, Junge. Hast du fein gemacht. Holy moly. Oh doch, ich muss schon sagen, ich bin stolz auf dich. Da muss ich schon zugeben. Also, dein Zeugnis hat jetzt eher sowas gesagt mit, du bist Fahrzeugmechatroniker, ja. Da dachte ich jetzt eher, du schmeißt nur mit Schraubenschlüssel um dich, aber... es geht, kann man mit ansehen, kann man. So, Safe Room. Na dann, zeig mal, was du kannst. Bitte nicht sterben. Du schaffst das schon. Arschloch. Das ist das Problem mit guten Leuten. Die sterben. Er war noch so jung. Komm. Ich nehme mal lieber die... Oh! Sollte... Langsam auf meine Munition achten. Wach, du Kacke! Holy moly! 68% Leben, das geht zum Glück noch. Aber es kommen noch ein paar. Es kommen aber leider auch noch ein paar Gegner von uns drauf zu. Okay, wahrscheinlich verursache ich bei den Dingern, wenn ich drüber laufe, Schaden. Interessant. That makes no sense, but it's funny. So. Hallo. 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 Oh, Alter, was war das denn gerade? Das waren diese automatischen Türsteuerungen. Fuck, die Tür hat meine Waffe geschluckt. That was not die feine Art. So, da muss ich jetzt aufpassen. Da ist jetzt nämlich dieser Fat Man. Ah, genau, das meine ich. Was mache ich denn da? Ach, drauf, bis die Balken biegen. Fuck.
Entweder hat er sich selbst verbrannt. Wow, 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 wow. Junge. Warum leuchten diese Bildschirme alle allesamt nach hinten? Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Alter, ich brauche mal einen neuen Psychiater. Geronimo! Was sein muss, muss sein. Dankeschön. Dankeschön. Oh, sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. So, da kamen jetzt gleich diese drei hyperventilierenden Ventilatoren. Dich nehme ich noch, dich nehme ich. Ja, dich kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Das ist immer schade. Alter, wir haben gerade mal noch. Ah, wir haben die gelbe Karte. Wir können uns also erstmal Munition holen. That is not so schlecht. Ach komm, ganz ehrlich. Wir gehen einfach mal in die Vollen. Danke, danke. Aua, weg da. Bitte, bitte, lass mich durch. Ich bin Arzt. So. Nein, dich nehmen wir. Ah, schon viele Health Packs sind hier auch. Vor allen Dingen haufenweise von diesen Dingern, obwohl wir noch gar keine Plasma. Noch gar keine Plasma-Waffe haben. Ach du Kacke, ey. Oh Gott, und noch die roten. Ach du Kacke. Fuck you. Fuck you. Fuck you. What? Alter. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Jetzt wird es ein bisschen creepy. Wenn ich ganz viel Glück habe, funktioniert das, was auch letztens funktioniert hat. Das muss ich immer wieder hinterher rennen. Ich probiere es einfach mal ganz kurz. Ich bin hier viel langsamer. Bisher sieht es gut aus. Ah, der erste ist weg. Der erste ist Geschichte oder hat Geschichte geschrieben. Ja, wohl er doch Ersteres. Na kommt. Tut man nicht so. Synchronschreien könnt ihr zu Hause machen. Digga, ich hab's geschafft. Ich bin der stolzeste Mensch auf Erden. Yay. So, das sieht gut aus. Speichern. Weil man nach so einem Kampf nie auf genug speichern kann. Na gut, also ab 30.000 Mal würde ich doch sagen, es reicht irgendwann, aber... Ich bin da sehr liberal. Solange die Festplatte nicht glüht, ist alles in Ordnung. Was war das denn? Das war doch ein geplanter Attentat. Schlag. Anschlag. Tat. Aha. Sehr schön. Raketen haben wir mittlerweile ein paar. Das ist gut. Sehr gut. So, und das hier ist auch gut. Ach, das ist eher weniger. Das war jetzt Verschwendung. Na gut, okay, 20 Stück. Ist egal. Das geht. Das kann man machen. So, wir haben die... Welche eigentlich jetzt? Wir haben die... Gepäck-Up. Ah, wir haben die blaue und die gelbe haben wir jetzt. Wir brauchen also noch die rote und die war unten in diesem Sidu. Sidu? Nein, diesen Reaktorkern da drinnen. Von daher... Hello, hello, hello. Bullshit. Oh, Alter. Lernt mal, wo euer Platz ist. Das gibt's doch gar nicht. Holy moly. What the body. Danke.
Gibt's irgendwas, was ich brauche? Nein, das wäre alles eine Verschwendung. Die nehme ich einfach mal mit. So. Also hier muss irgendwas sein, was richtig viel Leistung zieht. Ich habe hier nur noch gestockert gefühlt. Aber wenn ich überall anders locker 40 Frames habe. Weil das Witzige ist, ich habe hier trotzdem 30 Frames, also eigentlich eine gute Framerate. Aber es fühlt sich so an, als wenn ich stockern würde. Wahrscheinlich ohne diese ganzen Fensterscheiben. Keine Ahnung. Nächste, ich weiß noch gar nicht, gibt es hier eigentlich Performance-Optionen? Ja, sowas gibt es. Aha. Server Singleplayer? Was? Das hier müsste... Ah, sehr schön. Hier kann man es direkt einstellen. Und nicht so wie bei... sag schon. Project Brutality, wo ich wirklich runtergehe. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Das hier ist die Hälfte. Und das hier ist jetzt ein Viertel. Warum gibt es da kein 256? Ist das behindert? Was ist das für eine Zahl? Leute, wer... Was? Oh Gott. Nein. Das schmerzt. Oh. Also für alle die nicht die Potenzen von 2 kennen, es geht wie folgt. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, das was ich bei Project Brutality hatte, 512, 1024, 2048, 4096 und dann 8192, glaube ich. Aber was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl? Wie kommen die auf so eine Scheiße? Also hier müssen die wahrscheinlich verkackt haben. Da wollten die wahrscheinlich 2560 schreiben. Hätte zwar nicht in das Muster gepasst, wäre aber zumindest eine logische Zahl gewesen. Ja, und hier haben sie dann einfach von der falschen Zahl das Doppelte genommen, womit diese Zahl auch falsch wurde. Ach Leute, was ist denn das hier für ein Gedönst? Bitte fixen, sonst kriege ich noch einen Kotzreiz. Und vor allen Dingen die 256 noch hinzufügen. Das geht ja gar nicht. Also muss ich mit dem nehmen. Vorlieb nehmen. Und hä? Seit wann ist ein Server eine Engine? Server ist doch fürs Gameplay zuständig. Die Engine, die gestartet, ist doch immer der Client, oder nicht? Oder meinen die jetzt damit nicht ein Server-Client-System? Ich habe keine Ahnung. So, das können wir deaktivieren. Das ist das, dass wenn man ins Wasser schießt oder man durch Wasser läuft, diese Wellen kommen. Das frustmächtig, Rendering-Performance. Spend casting, stay on the floor forever. Achso, das heißt, dass wenn man jetzt irgendwelche Sachen... So, also können wir erstmal alles speichern. Also wenn man jetzt nachlädt... Da. Lässt man praktisch die alten Hüllen fallen. Dass die praktisch für immer da sind. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen hier beim Let's Play ausschließlich nach Performance. So. Nein, ich will noch nicht rein. Andererseits, fuck off. Mhm. Oh, hier wird es wieder ein bisschen tricky. Ich hab Angst. Ging ja eigentlich, wow. Ey! What? Was? Warum bist du jetzt da unten? Du Hure! Kann ich da runter? Ich brauche aber... Nee, ich brauche erstmal so eine... Schlag mich tot. Aber bitte so, dass es nicht wehtut. Das hier brauche ich. Ach, siehst du, kann ich ja gleich mal... Dankeschön! Der hat meinen Antlitz gestört. So. Hier gab es nämlich auch noch einen. Hä? Ich korrigiere, hier gab es einen. Ach Mann, geh doch mal. Oh, du Klein. Und zwar. Jetzt ist aber... geht doch!
Digga, was war das denn jetzt gerade? Alter, stell dir vor, ich hätte nicht diese Rüstung angezogen und wäre einfach so durchgelaufen. Da hätte ich ja über 500.000 Schaden bekommen in der Zeit. Das ist ja nicht annehmbar. So. Hier. Hä? Ist das jetzt ein Fehler? Moment mal. Die Decke müsste doch auch blinken. Do you want to click, Lord? Ja, wollen wir. Hä? Hat nicht gerade die Decke mitgeblinkt? Lol, die Decke blinkt dauerhaft. Das ist ja... Das ist ja komplett behindert. Wer erfindet denn so eine Na gut. Jetzt machen wir ein bisschen Licht im Dunkeln. Wow, gerade mal drei Schüsse. Das war nice. So, geh ich mal hier rein und speichere gleich mal. Dankeschön. Aha, danke. Wow. Nein. Was so? Was war das denn gerade? Ich habe doch direkt auf deine gezielt. Alter, lern, wo dein Platz ist, Junge. Alter. Was wollt ihr eigentlich von mir? Nein, noch nicht. Aha. Dankeschön. So. God damn it. Dankeschön. So. Dort hätten wir. Jetzt nehmen wir das hier. Und dann würde ich mal sagen, ab ins Haibecken. So, wir werden wieder schön durchwaschen beim ersten Durchlauf, damit wir alle schön in Richtung... Ah. That was not a good idea. That's bullshit. Alter, meine gesamte Rüstung verschwendet. Kacke. Das macht sich jetzt ein bisschen benommen. Ein bisschen betroffen, meine ich doch. Habe ich immer noch Munition? Ja, doch. Hä? Haben die sich ja gegenseitig fertig gemacht oder warum kommen so wenig? Das ist ja quasi ein Witz. Na doch. Alle anderen sind alle tot. Haben die sich jetzt tatsächlich selber umgebracht, also gegenseitig. Das ist ja nett. So. Lass mich durch. Die sind doch noch alle. Alter, lass mich durch. Scheiße. Fuck you. Los, 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 geh auf, geh auf, geh auf. Danke. Hoch. Schnell. Alter. Vibrator. Danke. 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 Jetzt hätte ich vielleicht um, ich muss mich beeilen. Gibt's hier noch was? Und ich bin tot. Jawohl. Das war so knapp. Ich glaube, ich kriege kotzen. Gut. Okay, das hätten wir also alles. Hier haben wir nochmal schön Munition. Das tut der Seele gut. Ja. Okay. Das sieht doch in Ordnung aus. So, jetzt haben wir alle Schlüsselkarten. Das heißt also, wir können jetzt Richtung Ende der Map gehen. Na komm, danke schön. Dich nehme ich. Ach komm. Zumindest sind sie die hier so einzeln rumliegen, nehme ich mal mit. Also dich und ja, das war's. Die anderen beiden Sachen hebe ich mal sicherheitshalber auf. Ich rede schon wieder scheiße undeutlich. Nein, nein, nein. Oh, doch nein.
Digga, wie viel Schaden nimmt man denn hier? Alter, holy moly, what a bowly. Oder war es so ähnlich? Alter. Waren das nicht mal ein paar Prozent pro Sekunde? Ich habe ja gerade Schaden für die letzten 3 Jahre genommen. Holy fuck. Okay, sieht alles sauber aus. Gut. Alter. So rum geht's, wunderbar. Na? Aber hier stockert extrem. Also gefühlt extrem. Wie gesagt, laut den Daten, die oben rechts im Bildschirm stehen, habe ich 30 Bilder pro Sekunde. Also es ist eigentlich nicht wenig, aber es fühlt sich so stockerig an. Okidoki. Na komm, geh auf. Ja, na kommt der mal. Was machen die eigentlich? Junge, stirb doch. Gott. So, das hätten wir. Danke. Ach, komm jetzt. Komm, kommst du. So. Oh, ich freue mich schon aufs nächste Level. Mir ist nicht gerade eingefallen, welches das nächste Level ist. Und zwar das, wo man am Anfang gegen diese ganzen Kack... wie heißen die? Ach ja, ist ja das, wo man die Tür wieder von außen nicht aufbekommt. Danke dafür, Merkel. Arschloch. So. Aha. Okay. Da ist noch einer. Man, hier ist auch schon wieder dieses Plasma-Zeug. Hä? Hier waren 3. Danke, danke. Ja, komm, einer lohnt sich. So, kann ich mal kurz das Plasma-Zeug hier mitnehmen? Ich wünschte nur, wir hätten endlich mal eine Plasma-Waffe. Weil im nächsten Level wäre eine Plasma-Waffe schon von Vorteil. Achso, erstmal noch die Gegner umbringen alle. That makes sense. Bevor wir hier so rumspringen, und machen wir sie auf uns aufmerksam. Und das wollen wir garantiert nicht. Ach du Kacke, ja, das waren ja diese... Ach du Scheiße, warum sind denn davon so viele? Hä? Wo? Ja, von wo denn? Digga, wieso springt der so rum? Hallo?
Okay. Alter, die springen ja rum wie, weiß nicht. Jenny Kamikaze-Dieben. War ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Ich war noch jung und unerfahren. Man möge mir verzeihen. Komm ich auch nicht durch. Digga, die einfach Plasma-Waffen. Alter, wie viel Leben haben wir eigentlich? Also ich habe von da schon mal eine relativ gute Startposition. Oh, scheiße. Ja komm, fuck. Nein. Ach, what the fuck. Hoffentlich droppen die denn auch wenigstens die Plasma-Waffe. Aber so wie ich diese Bastarde kenne, wahrscheinlich eher nicht. So, dann wollen wir mal. Alter. Doch, die lassen die. Doch, die droppen sie. Scheiße! Von wo denn? Alter, ich fress mein Bart! Weil wir können ja auch nicht rumhopfen und uns diese Schilder holen. Doch, den könnte ich mir holen. Weil die dann auch auf uns aufmerksam werden. Ja, wack ich doch. Ja, komm. Das wird nichts. Ah, Bullshit. Gut. Also müssen wir uns per klassische Gruppenverklopfung. Alter. So, erstmal speichern. Hier drinnen bin ich einigermaßen sicher. Oder auch nicht. Na gut. Hier rein. Stirb doch! Wo bist du denn? Alter! Was sind das für Leute? Haben die Steroide genommen oder was? Ich brauche mehr Herzen, ich brauche mehr Leben. Ich brauche einfach alles. Ich bin tot. Alter! Die Dinger wurden direkt von Jani Kamikaze, die sind ausgebildet. Oh, super. Jetzt kommen noch die roten Viecher. Komm, geh wieder zu. Oh, super. Wobei die roten im Vergleich zu den Dingern ja die reinsten Engel sind. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Fuck. Endlich. Holy fuck. Das nenne ich mal ruhige Zeit genossen. Alter. Wer erfindet so einen Menschen? Ehrlich jetzt. So, Plasma-Waffe. Wo ist die Plasma-Waffe? Hatten wir nicht vorhin eine andere gesehen gehabt? Oh lol, habe ich die schwächere von den beiden? Ach fuck. Egal. Hauptsache eine Plasma-Waffe. Die wird mir nämlich im nächsten Level extrem helfen. Da wo wir gegen diese Fatmans am Anfang kämpfen. So. Wir versuchen mal ganz
kurz, also ich versuche mal ganz kurz, jetzt hier noch mal ein bisschen Munition aufzustocken. Und vor allem Gerüste ein bisschen drauf zu stocken. Ach, scheiße. Oh nein! Alter, was, wie springt der eigentlich? Danke. Oh, Alter. Junge, spring doch mal wie ein Mensch. Danke. Nein. Danke. Ja, perfekt. Und jetzt nicht zu weit. Dankeschön. So. Okay. Fuck you. Ich hasse dich. Deine alles. Deine Sona Vista, Baby Girl. Digga, wir haben gerade gegen Titan gekämpft, gegen fucking Ninja. Und jetzt schaffen wir nicht so eine Rüstung hier aufzunehmen. Das ist schon hart. Jawoll. Nein, nicht der. Oh, hier gibt's keinen Fallschaden. Alter, ich muss mich erstmal nach Doom for Doom erstmal so umgewöhnen. So. Na gut. Okay. Also, ihr wisst ja, da hinten endet die Map halt, also ich würde mal sicher, es ist schon vorbei. Was ich jetzt mache, ist einfach nur noch Munition einsammeln. Wer darauf keinen Bock hat, kann schon abschalten. So. Da kommen wir auch. Es sind übrigens noch 14 Gegner irgendwo vorhanden. Das heißt also, ich muss genau noch ein bisschen wachsam bleiben. So, das haben wir. Oh, dann renne ich mal schon mal. Gott, wo waren das jetzt? Ich hatte irgendwo dieses Secret mit dieser blauen Kugel. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo das war. Das war irgendwo am Anfang der Map. Oder? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Nee, am Anfang kann es nicht gewesen sein. Das macht keinen Sinn. Ach klar, hier hinten. Gott, schon wieder. Da hinten. Hier war das. Perfekt. Gut, damit hätten wir es eigentlich soweit alles. So. So dann, auf ins Ziel. So, noch schnell Waffencheck dabei machen. Falsch. So, und mit der Waffe speichere ich. Gut, dann. Was hast du soweit mit der Map? Ja. Oh, jetzt kommt eine richtig abgefuckte Map. Ich hätte gleich mit dem Plasma-Gewehr speichern können. Oh Gott. Gut, dann. Ciao. Was? Ja. Level 6 war's das. Ciao.